Stellen Sie sich vor, Sie sind ein tschechischer Einwohner hier in České Velenice, sehen das Krankenhaus an der anderen Seite der Grenze in 200 Meter, haben aber keine Möglichkeit, es zu nutzen. Wenn Sie einen Unfall haben, muss der Rettungswagen 20 Kilometer entfernt kommen und Sie 60 Kilometer nach Budweis bringen. Und das war die Situation, wo wir gesagt haben, in einem vereinten Europa muss auch die Grenze im Gesundheitswesen offen sein. Und hier hat uns Interreg geholfen und unsere Projektidee finanziert, um die Gesundheitsversorgung hier in Gmünd České Velenice für beide Staatsbürger nutzbar zu machen. Základní myšlenka vznikla již před hodně lety, kdy jsme se snažili, aby bylo možno poskytnout zdravotní péči na obou stranách hranice. Prvotně jsme řešili sanitky, aby mohli projet hranicemi a poskytnout péči na jedné nebo na druhé straně. Das Interreg-Projekt Health Across for Future umfasst zwei Schwerpunkte. Einerseits die Planung eines grenzüberschreitenden Gesundheitszentrums zwischen Niederösterreich und Südböhmen, hier in Gmünd České Velenice, und andererseits den Ausbau der Patientenversorgung hier im Landesklinikum Gmünd von der ambulanten Versorgung hin zur stationären Versorgung. Im Projekt Health Across for Future haben wir das Health Across Gesundheitszentrum Gmünd geplant. Das Gesundheitszentrum ist derzeit im Bau, weil wir schon einen Schritt weiter sind als vorliegende Planungsmaßnahme. Und im Zentrum sollen ab 2021 Ärzte, Therapeuten, Pflegepersonen und verschiedene andere Berufsgruppen unter einem Dach zusammenarbeiten. Gerade 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist es ein besonders schönes Zeichen, dass wir unser wertvollstes Gut, die Gesundheit unserer Nachbarn, anvertrauen. Das zeigt auch, dass wir 30 Jahre danach die Grenzen in unseren Köpfen beseitigt haben. Es ist einzigartig, dass tschechische und österreichische Ärzte und tschechisches und österreichisches Krankenpflegepersonal unter einem Dach zusammenarbeiten werden. Das Interreg-Programm hat es uns ermöglicht, hier auch im Gesundheitswesen über die Grenze aktiv zu werden. Ohne die Interreg-Förderungen hätten wir das Projekt und auch die zwei Vorgängerprojekte niemals starten können. Interreg hat es uns ermöglicht, hier eine grenzüberschreitende Patientenversorgung zu beginnen und fortzuführen. Je to úspěšný projekt, protože ukazuje, že opravdu poskytování zdravotní péče nezná hranice.